Man spürt, bei den jungen Leuten ist ein Wertewandel im Gange. Die Bereitschaft wird immer mehr zu sagen, ich will jetzt nicht nur für den Klimaschutz demonstrieren, sondern selber auch etwas tun. Hier in diesen WGs wird das eben praktisch auch der Klimaschutz ausgeübt. Und das ist das Tolle an diesem Projekt. Also beispielsweise, ich habe bei dem Kleidertausch, den wir jetzt im Rahmen von der Green WG Challenge organisiert haben, die Hose bekommen. Das Oberteil habe ich aus dem anderen Kleidertausch. Also es ist so, man bekommt so unglaublich viele Klamotten. Also im Kleidertausch braucht man eigentlich gar kein Geld. Ja, wir tauschen auf jeden Fall untereinander unsere Klamotten. Wir schauen einfach nach Geschäftsschluss, was alles weggeworfen worden ist, und das nehmen wir uns dann mit. Also wir leben eigentlich seit ungefähr 6 Jahren rein aus dem Müll und Anführungsstriche. Und das, was wir jetzt so nicht so finden, kann man ja dann im Unverpacktladen kaufen. Wir finden eben auch ganz viel Brot und wir tun es dann immer trocknen gemeinsam und sitzen uns dann immer wieder zusammen. Wir haben ja schon Knödelfeste gemacht und machen von Tiroler Knödeln bis Käsknödeln alles quer durch die Bank. Das ist auch wirklich ein persönlicher Favorit von mir. Das ist, nachdem man so eine gute Tasse Kaffee, Fairtrade natürlich, genossen hat, kann man den Kaffeesatz einfach benutzen und das ein bisschen mit Kokosöl mischen und schon hat man wunderbares Peeling. Wirkt super gut, also die Haut fühlt sich auch wie frischer Babypopo, also das ist super. Nachhaltiges Leben kann auch viel Spaß machen.